Moin, moin, Leute, mein Name ist Jansky und heute habe ich für Sie was vorbereitet. Was hat Jansky denn diese Woche für uns vorbereitet? Es geht auf jeden Fall nach Monza. Moin, moin. Typisch Monza heißt das Video. Okay, was ist denn bei typisch Monza los? Moin, moin, Leute, und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge ist Sascha in Monza unterwegs. Es ist Training für morgen. Noah wird gedreht. Und Shiro wird eindeutig rausgeschoben. Ey, oh! Ja, tatsächlich. Alter, drei Clips und alle in Turn 1. Jansky, hör doch bitte auf. Jansky, du musst doch jetzt nicht diese, du musst das doch nicht weiter noch befeuern mit dieser ganzen Turn 1 Geschichte. Lass das doch jetzt mal sein. Die Leute denken nachher wirklich, dass Monster unfahrbar ist. Hier ist es so, dass es mittlerweile ziemlich clean ist. Also ich bin gestern so reingefahren, das war komplett clean in 10. Wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Ja, eins. Wow. Oh, ich hab gedacht, jetzt kommt... Oh. Das ist ein gutes Beispiel. Dankeschön, Jansky. Du hast uns jetzt nämlich endlich, wirklich endlich hast du uns gezeigt, dass das nicht stimmt. So. Du hast gezeigt, dass das nicht stimmt. So. Ich hoffe, jetzt knallt's nicht. Bitte nicht. Lol. Lol. Perfekt. T1 war clean. Das war nicht clean. Scheiße. Kann halt einfach in der Kurve stehen. Oh, oh. Fang dich los, 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 los. Ah, scheiße. Das war meiner. Oh mein Gott. Was war da los? Bye, have a great time. Oh, das habe ich letztens. Jansky, danke dir dafür. Meine Katze ist letztens aus der Küche losgesprintet und die andere Katze hinterher und ich so aus Reflex. Bye, have a great time. Oh, ich lebe schon, ich lebe in einer Meme-Welt. Ich bin selber in einer Meme-Welt gefangen. Schieß mal, Alter. Ich will einfach nur überleben, mir ist es egal, welche Position ich bin. Ich will nur überleben, Hauptsache wir fahren weiter. Oh, ich hab gedämmt, ich fast gegamed. Alter, Verwalter, da wurde aber fleißig geschoben. Typisch Monster einfach wieder, ey. Nope. Warte, Sascha, was war das für ein Safe? Aber soll mal sein. Oh, hier, hier. Sascha, warum füßelst du schon wieder mit dir selber? Oh, der wird schon wieder gestreichelt an die Füße. Sascha, 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 was ist da los? Boah, Junge, halt die Scheiße. Oh, oh. Boah, der warpt. Oh nein, ich mach Scheiße. Sorry. Oh nein. Aber? Ich übe nochmal alles für die SAO. Oh Gott, ist das peinlich. Aber ausgewichen, nichts passiert und gewartet, Sascha. Guter Mann. Muss man klatschen. Guter Mann. Tolles Vorbild. Und das meine ich nicht ironisch. Richtig gut. Gottlose Linie. Oh, scheiße. Nope. Nochmal? Nee. Ah. Oh, scheiße. Schweiber wäre auch wild gewesen. Ja, ich probiere Sachen aus, Timo. Warte mal kurz. Habe ich das gerade richtig gelesen? Da läuft Modern Talking mit Brother Louis. Alright. Ja, ich probiere Sachen aus, Timo. Die ich dann später ganz sicherlich nicht machen werde. Man merkt, dass Blend nicht da ist. Das ist Training für morgen. Oh. Alter Verwalter, Turn 1 über. Oh, der Lambo. Hab ich okay, verarscht. Nice. Jetzt zieh die rüber. Oh, wild! Wild! Stark! Junge, das war ja mal der Hui! Das war ja mal der Ultra-Send. Huch, das hat sogar funktioniert. Hauptsache, wenn du selber. Wenn du selber überrascht bist, dass dein. Wenn du selber überrascht bist, dass dein
dass dein Fahrmanöver funktioniert hat. Ach, Sascha, fantastisch. E-Sports at its finest. Oh, hier wird schon wieder fast gekuschelt. Da sind schon wieder fast Berührungen unten an den Socken. Das könnt ihr nicht sehen. Den Fußcontent enthalte ich euch jetzt. Ich habe noch nie so gesendet. Das zieht dir den Schnupper aus, Craig B. Da war er wieder. Okay. Ich bin, glaube ich, da fast gestorben. Irgendwas war im Rückspiegel zu sehen. Ah ja. Ah ja. Fast, Hiro, fast. 20 Sekunden? Ach, Digga. Scheiß drauf. Junge, die machen die absolute Straßensperre hier. Was machen die? Hubinator wieder schön im Gran Turismo 7-Style unterwegs. Was tut der 24? Der checkt ja gar nicht, dass ein Auto neben ihm ist. Junge, hast du kein Helikopter? Alter! Gottes Willen. Das Geräusch war wahrscheinlich sehr wild. Ich habe gestern aus vertrauenswürdigen Quellen erfahren, dass Niklas Huben ein Instruktor ist auf der Rennstrecke. Also sowohl er selber fährt das Auto, als auch auf dem Beifahrersitz. Ich frage mich an dieser Stelle, Niklas Huben, das ist eine direkte Frage jetzt, was so an dich geht. Warum bist du so ein Helikopterfahrer in der Sim? Das verstehe ich nicht. Das ist wild. Mit der Kameraperspektive. Ich bin ein Idiot. Oh, gut Pause gemacht. Hey, da kommen wir wieder ran. Aber gesaved. Oh. Oh no. Oh yes. Oh nice. Nix. Junge, haltet ihr motiviert hier rein. Ah. Achtung, in. Ja, gerade, mach weit, egal, nimm die Cut. Sehr gut. T1, innen. In der Ordnung, ja, stehen. Und zweiter Linkskurve. Fahren wir. Okay. Perfekt. Digga, was jetzt da passiert? Mit 5 km/h ist er mir reingefahren und ich mach fast 360. Der ganze Auslöser für den ganzen T1-Spaß war P7. Was passiert? Ja, okay, aber er ist echt nach Stadtziel noch mit 2 Reifen drüber. Bringt zwar nichts zu reporten, aber trotzdem. Jo. Jo, ja. Oh! Und wir werden fast gedreht. Wir werden fast wieder der Gearschteste gewesen. Wir haben auch schon wieder alle zu viel Karottensaft geschnüffelt. Hallo! Hä? Hey, hallo! Hallo! Jungs! Was machen wir hier? Der was passiert da? Der ist auf 180 jetzt. Ja, das ist ja... Ja. 19, 11. Hä? 14. Gut gemacht. Wir wurden fast von Mertel ausgehauen. Alter. Oh, aber hat er doch gesaved? Das hat er doch gesaved. Come on. Also ist ja wunderbar ausgewischt, muss man doch jetzt einfach mal sagen. Hallo? Und wie schiebt denn der Bentley an? Wie viel Power hat der Scheißeimer? Ist halt Bentley. Joink? Joink? Hallo. Hey, P15. Was? Hey, warum sehen wir denn so Gurken auf der Geraden? Ey, das ist ja... Was ist das denn? Ich werde das ganze Rennen hier verbringen. Ein Honda zieht mich aber auf der Geraden. Hallo? Was ist das, Digga? Ich krieg wirklich zu viel mit diesem Scheißeimer. Was ist das? Oh, oh. Ach, Digga, wirklich. Es blockiert mir die f***ing Hinterachse. Ich werde den Bonus abgezogen. Oh, oh. Etwa mir ein inneres Blumen pflücken. Oh. Oh, Shiro hat sich verbremst. Ey, oh. Ja. Warte, links rum. Geh links raus. Ja, schaffst du. Doch, Digga, was? Warte mal, fährt Shiro da gerade mit Jonathan? Ich habe Jonathan gehört. Sexy Typ, ey. Jonathan LFM einfach sexiest man alive. Scheiße. Ich glaube, ich einfach zu aggressiv noch links auf dem Curve. Feine Berührung. Ach, Schmutz, sag da war eine Berührung.
Chiro guckt einfach. Chiro, guckst du viel Monte? Das ist schon das dritte Zitat heute hier in diesem Video. Ja, dass der mir da auch einfach hinten reinfährt. Ah, falsch BB drin. Und TCOF drin. Ja, da reden wir nicht drüber. TCOF? Fragezeichen. Ja, ich habe mich gerade auf was anderes konzentriert. Scheiße. Ja, okay. Lass mir halt gar keinen Platz. Okay. Könnte doch meine Schuld gewesen sein, ich weiß es nicht. Das liebe ich an Niklas. Das meine ich wirklich ernst, das liebe ich an Niklas. Niklas ist nicht so, also egal wie viel der fährt, egal wie frustriert der ist, ne, der Bengel sitzt nicht da und flamet andere. Also habe ich noch nie mitgekriegt. Das finde ich richtig krass, wenn man auf dem Level fährt und das macht, das ist echt stark. Dafür liebe ich den Bengel. Ich bin auch immer noch größtes Fangirl. Oh. Das ist wirklich wild, was hier passiert. Wild, wach. Oh mein Gott, der Hunger. What the fuck, Alter? Was ist da los, Alter? Bye, have a great time. Ja, halt das an, fahr jetzt ran, Pause. Also was hier gerade passiert, ist wieder eine ganz wilde Nummer. Der hat komplett das Karre gecuttet. Was hier passiert, ist auf jeden Fall eine ganz wilde Nummer. Ich hab's nicht gesehen, als er rausgekommen ist. Aber hinten war nass. Nach vorne? Da kam gar nichts tatsächlich. Vorne war komplett trocken. Okay. Ja. Nee. Also. Oh, ja. Doch, schön. Freue mich auch wirklich zu hören, dass alles läuft und es geht.